It's dead there. Oh wow. Oh, gute Laune. Sofort bitte. Lange? Ja. Ja. Wow. Das ist auch nicht wie ein Tor. Warum nicht? Wir haben keine Zeit. Ja, nächstes Mal vielleicht. Ja. Da gibt es Tête de Moine hier übrigens, dort vorne. Was gibt's da? Diese Käse, diesen Öl. Ah. Ja, ist dort. Wie heißt der nochmal? Tête de Moine. Tête de Moine. Oh ja. Yeah. Den reibt man so langsam ab, ja? Ja, ja. Das ist die Gegend hier. Okay. Und wir können. Das ist nicht der Also wir sind alle da, die es braucht. Okay. Gut. Okay. Mach einmal. Kommt ja ein bisschen näher, dann mache ich einmal den Clap. Nee, nochmal. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich sowieso, in welche Richtung soll man gehen? Vielleicht da lang. Okay. Christian ist in der Mitte. Nein. Du darfst jetzt nicht flüstern, dann ist alles on the ground. Ja, ja. Jetzt ist keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse. Hey Christian, ja. Wie geht's? Ja, heute sind wir unterwegs mit Alina Matan aus Zahn. Zahn? Und Zahn. Okay. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind in den Bergen. Im Jura. Das ist der ist ein, so wie ein Blinddarm vom Kanton Bern. Aha. Wie ein was? Blinddarm. Aha. So etwas, was man hat, aber nicht braucht. Aber man spricht hier schon Französisch? Ja, nur. Ha, sollen wir auf Französisch das Interview? Ah ja. On peut changer, oui. Les Bernois sont pas. Wir sind alle eigentlich bilingue. Aber es ist schon interessant, dass in dem gleichen Kanton Leute Deutsch und Schweizerisch sprechen. Ja, das dass stimmt. Es nicht ein eigener Kanton ist. Karton. Karton. Ja. Das ist so wie, ich weiß nicht, der Link. Ah, und es windet. Es windet, ja. Wisst ihr, deswegen gibt es ja auch die Häse. Ja. Nee, der französische Teil ist schon exotisch, aber auch umgekehrt. Ich glaube, die Deutsch-Berner sind auch exotisch für die. Französisch sprechen. Aber eigentlich in der Schule lernen wir alle die andere Sprache sehr gut. Aber ihr lernt auch Französisch? Ja, ja. Und zwar intensiv. Jahrelang. Jahrelang. Und wirklich? Nicht fakultativ, das ist Pflicht. Ja. Bücher lesen, Vorträge halten. Aber alles das ist mögliche. Nur hier. Wenn man in Basel lebt, muss man das nicht. Ja, nicht mehr. Aber es war immer so. Du musstest, mindestens eine weitere Landessprache. Du kannst auch Italienisch machen. Warum nicht beides? Meine, du kannst auch beides machen, aber da darfst du nicht faul sein. Das stimmt. Du musst immer länger in der Schule bleiben. Das sind jetzt eben diese ja, Salzbehälter. Was ist das hier, das Gebäude? Das Gebäude, wo du das ist ein Werkhof. Das heißt, der Autobahnunterhalt
Gut, von hier aus bist du, also wir sehen jetzt ja die Schneeschnutzen und Salz. Salz. Zum Straßensturm. Ja. Die kommen hier, deshalb gibt es auch diese Straße, die kommen da mit diesen riesen Salzwagen und dann füllen sie hier und fahren wieder los. Da innen gibt es ein riesengroßes Betonbehältnis, wo Tonnen Salz gelagert werden. Also das ist eigentlich ein riesen Salzlager. Nein, nicht. Unter anderem. So ein Viertel vom Gebäude ist ein Salz. Nein, ein Fünftel maximal. Das Haus wurde so nach Energiestandards High-End gebaut, wie alle öffentlichen Bauten. Das heißt, es wird empfohlen, Holz zu verwenden. Das ist so ein Minergie-Standard. Das ist, glaube ich, eine Schweizer Erfindung. Dass es möglichst wenig Energie braucht und möglichst viele Ressourcen, die nachhaltig sind, verwendet. Das heißt, das Holz kommt aus der Gegend etc. Auf dem Dach gibt es noch Sonnenkollektoren und Stromanlage, bla bla bla. Und wie kommt es, dass ihr, ihr habt ja eine Arbeit gemacht, wie kommt es, dass ihr hier eine Arbeit macht? Weil wir wurden eingeladen für einen Wettbewerb Kunst am Bau. Von der Kantonalen Kunstkommission. Genau, Kanton Bern. Ja. Und da waren, glaube ich, 5 oder 7 Leute eingeladen. Und dann bewirbt man sich mit einem Projekt. Vorschlag, ja. Das dann giriert wird. Genau. Aber damals gab es das Haus noch nicht. Das war speziell. Ja. So, okay. Wiese, Acker. Es war wirklich so wie hier diese Wiese, aber genau. Aber dann habt ihr das Projekt entwickelt, ohne zu wissen, wie das Haus aussieht. Ja, das sahen wir am Modell oder auf Plänen, das bestand natürlich schon. Aber unsere Skulptur hat eigentlich nichts damit zu tun, sondern nur die Größe haben wir anhand von diesen Salzsilos. Ah, okay. Die waren schon da, aber an einem anderen Ort. Genau. Ja. Und es war so wie eine Diagonale von diesen Salzsilos zu unserer Skulptur. Übers Ende Dach vom Haus da. Quasi gezogen. Also auf dem Plan natürlich. Ja. Um für euch die Größenverhältnisse zu verstehen. Genau, wir wollen nicht dominant sein, aber präsent. Also die Größe vom Ding ist, wenn du so einen Bauwettbewerb, Kunst und Art in Public Space Wettbewerb gewinnst, oft wollen die Künstler dann so dicke Hose machen, was nicht nur gut ankommt, zum Beispiel bei den Architekten. Ja. Die wollen dann nicht Hilfsarchitekten, sondern Kunst am Bau. Besonders niemand, der die... Ja, jemand wollte beispielsweise an die Fassade oder so also eingreifen also in die Fassade. Herzstück. Und das haben die Architekten ja schon entwickelt. Ja. Also ja. Genau. Und die dachten, das wird dann besser so. Ja. Verbesserungsvorschläge haben die meisten gebracht. Ja. Also mit Straßenmarkierung und wir wussten so, no fucking man. Unser Kunstwerk ist ein Solitär. Ja. Den hätten wir auch vor Tate Modern gebaut. So. Ja. Und das war unser Anspruch, dass es Kunst bleibt und nicht angewandte Kunst. Genau. Also 0%. Ja. Und wir dachten so ein bisschen Heavy Modern könnte der Gegend hier gut tun. Also, was heißt Heavy Modern? Das ist eigentlich ein Arbeitstitel oder eine Denkfigur. Oder Weil das taucht bei euch häufig auf. Ja, das erste Mal ist aufgetaucht bei meinem Diplom in Bern. Da war es aber so wie eine Lesefrucht, oder? Eine was? Ja, so halt irgendwie so auf, wie sagt man dem, so nicht ein... Zeitgeist. Ja, aber wenn man so etwas sagt, so... es war halt eher so, ich habe was gesagt, aber nicht verstanden, was das heißt. Aber ich habe es trotzdem dann geschrieben und ausgestellt. Ja, und es war ein Mix zwischen Heavy Weather, einem Song von Jarvis Cocker und die ganze postmoderne... Ja. Durchdiskutiert und selbstverständlich niemand versteht es richtig. Ja. Dann muss es irgendwann ein neues Statement geben und das war dann Heavy Modern. Viele haben immer gesagt, ja, Heavy Metal. Und das war nicht ganz, nein. Und bei dir stand noch Smash the System. Viermal. In Rot, Grün, Blau und Gelb. Das war, als du Grafik studiert hast? Nein, bevor ich nach Frankfurt ging. Bachelorarbeit eigentlich, Theorie. Also sie wurde mir auch zum Verhängnis, denn ich habe kein Diplom bekommen. Für die Arbeit?
Ja, für alles. Anina, ja, weil das nicht akzeptiert wurde plötzlich. Weil es zu hart war. Die Theoriearbeit sah aus wie eine Kinderzeichnung. Das war so A4. Okay. Wirklich und so mit Filzstift. Edition. Also alle Jurymitglieder haben so eine Edition geschenkt gekriegt. Ja. Und dafür haben sie dich nicht. haben sie dir kein Diplom gegeben. Durchfahren lassen. Nach der Ausstellung. Was haben sie gesagt? So. Ah, ich erinnere mich an die Geschichte, dass du mal. Und dann kam ich nach Frankfurt. Ja, ja, und dann haben wir gesagt, gut. Doch, alles gut. Ja, und Tobi so, doch, ist gut. Ja, genau, in Städteschule, top, kannst du kommen, kannst du morgen beginnen und Kunsthochschule Bern. It's not enough. Ja. For a Bachelor. Wobei, also, du schon musst interessant. Fairerweise sagen, Anina, dass du hättest noch irgendwie 5 Seiten nachliefern können und dann wäre es gelaufen. Ja, aber das ist dann auch irgendwann. She didn't want it to. I refuse. Don't want it. Ja, und jetzt stehen wir ja vor dem Fragen. Aber das Interessante ist, dass man so viele Jahre später immer noch damit zu tun hat, mit diesem Heavy Modern, weil es immer wieder kommt. Und irgendwie auch und bei diesem Plakat. Und wann hast du das letzte Mal dein Diplom angeguckt? Bevor du gekommen bist? Nein, ich meine das Diplom an sich. Ja, gar nie. Ah, so, ja, niemand genau. Das. Das ist eben wirklich noch interessant. Das Ding ist, wir haben jetzt gesagt, die Dimension von der Außenstahlskulptur sei so irgendwie an der Umgebung angepasst. Aber gleichzeitig ist die Grundfläche auch so groß wie diese Wand in unserem Studio. Okay. Ja. Und das haben wir gesagt, wir machen. Aber seitlich. Ja, genau. Wir haben gesagt, wir machen nichts, das größer ist als etwas, das wir wirklich im Griff haben. Ja. Und das hat sich voll ausgezahlt. Es war natürlich schon ein bisschen mehr noch Beilage mit diesem Fundament. Das sind ja, also unten ist eine Riesengeschichte noch. Mhm. So 4 Tonnen armiertes Eisen und Beton verborgen. Mhm. Weil, obwohl das Ding ja nicht so aussieht, das hat Angriffsfläche, wenn es windet. Ja. Das machen dann die Bauingenieure, sagen, nee, da müssen wir so ein Gegengewicht. Und das darf ja niemals so umkippen. Nee, da wären wir dann ziemlich. Das muss auch garantieren. Ja. Dafür mussten wir dann stehen. Ja. Und die Bauingenieure, lustigerweise ist es dieselbe Firma, die in Hamburg die Elbphilharmonie. Sie haben ja nicht so eine gute Reputation. Ja. doch, ist schon ziemlich gut. Nein, jetzt hält's ja. Ja. Hat noch ein bisschen gedauert. Nein, natürlich. Das war für Sie. Die haben uns erzählt, also einer von denen, der zuständig war für dieses Projekt, war damals oft in Hamburg. Und die haben gesagt, dass sie teilweise nicht einmal mehr mit dem Taxi mitgenommen wurden, weil die Leute wussten, die Sündenböcke aus der Schweiz, Schweizer Architekten, Schweizer Ingenieure. Fuck off. Ja. Es kostet uns, die ganze Staatskasse ist leer. Genau. Nicht so populär. Aber jetzt sind sie alle glücklich. Genau. Und der Return on Investment ist. Die Touristen kommen. Die Zahlen sind so immer ausverkauft, alles ausverkauft. Die Leute stellen Schlangen. Und dann ist wieder gut für Schnäzer, Puskas. Ja. Aber was ist das denn jetzt? Weil ich so fragen, ohne von euch jetzt so eine kunstgeschichtliche Erklärung zu bekommen. Ja, der Arbeitstitel ist noch interessant. Was wir wussten, da standen damals so Birken. Hast du eine Zigarette zu finden? Da standen Birken, die waren schon da und die mussten wieder kommen. Also nach der Bauphase. Die mussten den Baumbestand. Ja, die kamen neu dazu, aber davor waren wild. Nein, waren nicht wild. So? Okay, die waren wild. Es gab so einen Baumbestand und den mussten sie wieder herstellen. Ah ja. Und wir wussten das und der Arbeitstitel hieß zuerst Betula etc. Und Betula ist der lateinische Name für Birke. Und eigentlich ist das eine, wir haben dann gesagt, also das haben wir auch so verkauft, dass anstelle einer Birke diese weiße Skulptur kommt. Okay. Weil die Birke, das sieht man jetzt nicht, die werden manchmal groß. Ja. Also etwa so. Das ist eigentlich eine Ersatzbirke. Alles ist ganz schön. Oder? Aber das ist dann immer wie weiter in den Hintergrund. Ja, das war ja noch so die
so um den Wettbewerb zu gewinnen. Ja, musst du ja vielleicht Besuch nehmen. Und übrigens, das ist auch eine Birke. Genau, und es fanden alle toll. Und, alle haben das verstanden. Klar, klar. Ja. Weil alle und dann haben wir den Titel dann langsam verändert. Ja. Jetzt heißt das, glaube ich, offiziell... Im Gärtchen steht ein Kartenhaus. Okay. Kartenhaus. Und Kartenhaus war so jahrelang ein Arbeitsbegriff von uns. Du baust etwas und es fällt immer wieder, stürzt immer wieder in sich ein, wenn du zu exponiert arbeitest, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und das ganze Ding ist aber definitiv... Und auch wenn es keine Ökonomie gibt. Genau. Genau, das Kartenhaus und Ökonomie heißt übersetzt auf Deutsch die Regeln des Hauses. Und das ist jetzt nach unseren Regeln des Hauses gebaut. Mhm. Aber dieses Grid war auch so... So eine Nummerierung von 1 bis 27 auf einem A4-Papier. Das habe ich gesehen. Gefaltet, genau. Und das hat auch geholfen, um so die Gespräche zu führen. Also wir haben dann zum Beispiel vom 1 gesprochen oder vom Feld 7 oder 27. Für uns ist da jede Aussparung ist mit viel Bedeutung aufgeladen. Ja. Und zu diesen 27 musst du ja noch was sagen. Ich meine, das kommt nicht von ungefähr. Nee, es ist aber eines mehr als ABC. Als Alphabet. Okay. Also was Alphabet? 26 was? Buchstaben. Genau. So. Wir haben dann aus Alphabet Zahlen gemacht. Also 26 Buchstaben sind 26 Zahlen. Da gab es auch so eine Arbeit, so ein gefaltetes Papier mit 26 Feldern. Und dann irgendwann wollten wir eins mehr haben, also damit es kippt. Also das Kartenhaus dann fällt. Aber, aber von uns, oder? Und dann haben wir das irgendwie nie hingekriegt, die 27 Felder. Also es sah nicht gut aus. Und das ist eigentlich die einfachste Lösung gewesen und hat dann 27 gegeben, nämlich das A4 so oft falten, bis es nicht mehr geht. Mhm. Dann hast du 16 Unterteilungen und dann mit Diagonalen noch darüber und dann schwubbidi schwupp. Also ist jede Durchschneidung ist ein eigenes Feld. Mhm. Ja, also das ist ein Feld, das ist ein Feld. Da endet es von 13 zu 14. Okay. Das Feld 13, das Feld 14. Und das Ding ist, bei 27 hast du nie halb-halb. Es ist immer ein Ungleichgewicht. Ja. Also, bei 26 ist so langweilig. Und im Alphabet endet das bei M und N. Zwischen M und N ist die Mitte vom Alphabet. Ja. IKLM ist der 13. Buchstabe und M 13, N 14. Bei uns hat sich so dermaßen etabliert, dass es zu jedem Feld eigentlich eine Geschichte gibt. Und wie lange habt ihr dann angefangen mit einem Blatt Papier und das gefaltet? Ja. Genau, und da haben wir dieses Grid gehabt. Das haben wir irgendwie so wie dann so mit Outlines, das ein bisschen dicker wird, nicht nur der Falt, sondern so mit Kugelschreiber so Linien gezogen, dann wird es irgendwie so sichtbarer, oder? Dort ein bisschen mit Farbe experimentieren. Und dann aber, als dieser Wettbewerb kam, Kunst am Bau, haben wir gesagt, du, das wäre ja noch krass, das so rund und dreidimensional zu machen. Aber ist das entstanden speziell für den Wettbewerb oder ist das vorher schon entstanden? Das Grid nicht, aber die Skulptur schon. Ja, ja. Aber also die Skulptur haben wir quasi aus unserem Denkfigur so wie Weil das ist ja schon wichtig, dass es einfach ein Arbeitsprozess ist, den ihr hattet und den ihr zusammen entwickelt habt. Und später kam dann das andere dazu und sagt, oh, das ist ja auch eine Skulptur. Das wäre jetzt die Gelegenheit, mal was zu machen, das übrigens unter der Vorbedingung, es steht für immer da. Mhm. Es ist keine Ausstellung. Mhm. Also, you fix it and zumindest 10 Jahre muss das stehen. Ja, ich glaube, es steht ein bisschen länger, oder? Ja, ja. Und das hat unseren Rahmen komplett gesprengt. Also 26 plus 1. Ja. Sculpture in the nature. Sitzen manchmal Leute hier? Das wisst ihr nicht, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber Jedenfalls machen sie irgendwas hier. Ja, ja, und die trauen sich langsam ran. Haben sie das, die Katze begraben? So ganz das Ding ist, weil das Areal eigentlich nicht öffentlich ist,
gab es keine Vorbehalte wegen Sicherheit. Außer Anina. Ja, genau. Ja, die Höhe da. Wieso? Die ist vorgegeben, die muss irgendwie höher sein als 70 damit Zentimeter. Damit man nicht drüber fällt? Das, damit nee, Babys... Damit sie nicht hochsteigen. Kleinkinder. Okay. Du darfst, kind. Aber nicht kleine Kinder. Wenn du da kletterst und weil fällst. Weil das ist bei jedem Haus, überall, es gibt nichts unter 70 Zentimeter. Wir können jetzt alle mal aber ein bisschen nach oben. Das heißt ja immer, Eltern haften für ihre Kinder. Genau, oder? Und das stimmt. Ja. Künstler haften aber für Babys. Oh ja. Die können sich nicht dann... Künstler haften immer für alles, ja, weil alles, was du machst, ist dein Job. Künstler genau. Sind immer die Deppen. Immer. Ich war noch nie höher als das, aber vielleicht wenn ich das jetzt filmen. Ja, ich filme, wie du dir den Arsch brichst. Jetzt bin ich im Feld, Anina. Ich weiß es nicht. Das, die Füße, also das da. Was mit dem Kabel, auf, dass du nicht drauf trittst. Ja, danke. 11. Feld 11. Okay. Schnapszahl. Christian bewegt sich Hand, rechte Hand 19, Fuß 15. Gefährlich. Dann ist im Feld 10. Das ist geil. 10 dann, ist man ja, dann ist es fast so, wie Loris mit dem Tarot und den Zahlen angefangen ist. Yeah. Plötzlich hörst du an, so spirituell über die Zahlen. Ja, schon ein bisschen. Wirke ich mich jetzt von der 17 zur 18? Man bemerkt ja die schönen Schatten da unten. Das ist schon geil. Das ist eben der Affe sitzt jetzt im Guckkasten. Macht Spaß. Ich kann mich hier mal. Ich weiß nicht, ob ich das Feld 8 auch noch in Angriff nehme. Vielleicht später. Vielleicht später, ja. Okay. Weil. Wow, so hoch war. Wow! Achtung, Kabel! Ja, ja. Nicht, dass du stolperst. Ja, pass auf das Kabel. Oh ja. Meistens steckt du es wieder in die Tasche, weiter andersrum. Ich mache das ein bisschen ja, stopp's einfach. Sicher, ja, sonst kommt dann die Suva. Ah, wir sind übrigens nicht in einem Künstlerverband. Künstlerverband? Was heißt das? Ja, wir sind nicht organisiert. Okay. Also wir, es gibt so eine, wie heißt das, Visarte. Mhm. Wie heißt das in Deutschland, wenn du so... Ach, der Bund bildender Künstler. Ja, den haben wir... Das hat Tobias zu mir gesagt. Ja, das sieht aus wie BBK-Kunst. Das war die schlimmste Kritik, die ich je gekriegt habe für einen Kunstwerk. Okay. Vielen Dank. Wir waren einmal Junior-Members dort. Für 3 Jahre. Kriegst du so einen scheiß Ausweis und kommst in die Hälfte der Institutionen kriegst du dann trotzdem nicht gratis Eintritt. Das lohnt sich ja eigentlich nicht. Nee. Kriegt man billiger Studios dafür. Mhm. Nee, aber es gibt so etwas wie Krankentaggeld. Wir sind ja nicht krank. Wir könnten ja vielleicht versuchen, jetzt ins Gebäude hineinzugehen, weil da oben gibt es noch eine Arbeit, die eigentlich 19 Punkte erklärt von uns. Aha. Wollen wir noch eine Runde gehen? Ja. Ah ja, schon, ja. Wie lange sind wir jetzt schon? Das war niemand auf die Uhr geschaut. Das waren 24 Minuten. Echt? Ja, ja. Schon. Das geht schon schnell. Ah, vielleicht noch für die Kamera. Das ist dann Pragmatismus Jura. Dazu gibt es nichts zu sagen. Das versteht auch niemand. Ich habe auch keine Frage parat. Keine Frage. Ich sollte ja pissen. Ja, vielleicht. Aber nicht so dringend ist es nicht. Ich war da drin in dem... Wo? Wenn man reingeht in dieses Betonding in der Ecke. Territorial Pissings. Die Leute stehen auf so etwas hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sind ziemlich einfach gestrickt, aber consistent. Die bleiben einfach gestrickt. Und sie hassen Bern. Stadt Bern. Obwohl Bern, Stadt Bern, ihnen das Geld überweist pünktlich. Wo soll es das halt nicht mehr? Und ich glaube, da müsste es sein.
Press that button. No, maybe not. No. Können ja vielleicht später anrufen. Ja. Und wie ist das, an so einer Sache zusammenzuarbeiten? Das könnte schon schwierig sein. Also ich kenne das von meinen eigenen Erfahrungen, mit Leuten zu arbeiten, dass dann irgendwann die Interessen in verschiedene Richtungen gehen und dann man sich plötzlich nur noch streitet und solche Sachen ganz schnell nicht mehr funktionieren. Mhm. Ihr macht es ja immer, oder? Ja. Seit 2011. Ende 2011. Da sind wir für ein Jahr nach Wien gezogen. Nachdem du das Studium in Frankfurt abgeschlossen hast, direkt, oder? Mhm. Du hast gesagt, du wirst auf gar keinen Fall direkt nach Bern zurückziehen. Ja. Oder? Jetzt beginnt es zu wirken. Du hast auch noch einen Eingang. Also wir haben uns ja nicht dazu entschlossen, zusammenzuarbeiten mit allem drum und dran. Das war der, ja, schon. Also ihr habt vorher schon unabhängig voneinander gearbeitet und eure eigenen Sachen gemacht. Ja, und das lief auch gut übrigens. Ja. Genau. Aber es ist ja schon ein Schritt zu sagen, ja, total. Wir machen jetzt was anderes. Ja, total. Und das haben wir kolossal unterschätzt. Genau, deshalb meine ich, dass wir uns nicht dafür entschieden haben, so für alles, was da damit zusammenhängt. Also nein. Aber trotzdem ist es ja dazu gekommen. Ja. Das hat sich so wie ergeben, sage ich jetzt mal. Es lag auf der Hand und wir haben dann gesagt, ja, let's do it. Wussten natürlich nicht, was es bedeutet, aber so jetzt 7 Jahre später hat sich langsam etabliert, mit Betonung auf langsam. War das auch schwierig für Leute in eurem Bekanntenkreis oder Mega. Mit denen ihr zusammengearbeitet habt? Ja, mega schwierig. Die waren wahrscheinlich sogar sauer, dass sie das nicht mehr machen. Genau, die wollten entweder Anina haben oder mich. Und wir haben dann einfach begonnen, wenn jemand von uns eingeladen wurde, gab es entweder beide oder niemand. Ja. Das hat dann schon geklappt. Gab es dann häufig auch Nein? Nein. Aber so, wenn ihr unbedingt wollt. Ja. Und ihr werdet ja dann schon sehen, dass ihr könnt ja jederzeit wieder solo, also zurückkrebsen und das wieder so machen wie vorher. Mhm. Aber würdet ihr sagen, dass eure Arbeit sich dadurch ergänzt hat? Oder ist es was ganz anderes geworden? Das Zweite. Ja, total anders. Also total anders, komplett anders. Andere Arbeitsweise. Das ist wie ein neues Studium, ja. Alles anders, wirklich komplett. Also eigentlich ist nichts gleich geblieben. Wir dachten eben auch so, ich bringe das mit, Anina das mit, 1+1. Ja, aber das funktioniert eben nicht. Genau, so stelle ich mir das auch vor. Genau, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich war schon immer gut mit Farbe, ich war immer ganz gut mit Holz. Also, ich glaube, das funktioniert, das könnte funktionieren. Ja, haben wir gedacht. Oder? Aber das, ich glaube, es entwickelt sich dann wirklich so etwas Drittes, so wie ein Wir. Ja. Und dieses Wir ist auch gefährlich. Das musst du neu erfinden. Zuerst musst du es erfinden und dann musst du dich aber auch wieder angewöhnen, ich zu sagen. Ja. Und da möchte ich, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Das Projekt, das hier, das wäre gescheitert, wenn wir nicht uns getrennt hätten. Und oder aufgesplittet hätten. Ja. Anina war zuständig für das und ich für etwas anderes. Ah, okay. Und dann ganz lange auch nur Anina hier. Ja. Und ich ganz wenig, aber so als Unternehmensberater fast im eigenen Projekt. Ja. Weil die Leute keine Sitzung zusammen besucht. Nie mehr dann. Nur ich. Am Anfang und dann nie mehr. Weil ab dann hat alles geklappt. Weil du musst dann so schnell sein. Du musst mit Ingenieur, mit Architekten, mit dem. Und bei so einem Bauprozess gibt es so Phasen und dann muss sofort etwas schnell gehen. Und wenn ihr dann immer noch selber alles entscheiden müsst zusammen? Ja. Nee. In situ und da drehen zu alle lange durch. Ja. Geht nicht. Aber das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Oder? Ja. Massiv, oder? Also wenn jemand von uns... Das war eine gute Erfahrung, irgendwie auch so zu merken, so shit, wir müssen uns irgendwie... Wir können nicht zusammen...
am Schluss musst du wieder neu finden, einzeln zu arbeiten, mhm. im Team. Ja, ja. Du bist ein Spezialist, oder? Für eine kurze Zeit. Ja, genau, aber so voll, mit voller Autorität, also voll autorisiert. Ja. Keine Nachfrage, keine, hast du das gesagt, sondern nein, das machst du. Das heißt, du? Wenn einer gesagt hat, wir machen das so, dann hat der andere gesagt, das machen wir. Ja, so ist es, genau. Wenn es ab und zu so Anrufe wenn gab. Wenn du meinst. Wenn du wirklich willst. Nein, und wir konnten uns natürlich vorher und nachher besprechen, ist ja ein Vorteil. Aber gab es dann auch manchmal falsche Entscheidungen, wo es heißt, nein. Das war nicht so gut? Gar nicht, bei diesem Projekt Zero. Ja. Weil wir wussten, wir sind voll drauf angewiesen und wir wollten, dass es klappt. Und wir wussten, diese Chance kriegen wir nicht nächstes Jahr wieder, wenn wir es schon wieder verkacken. Ja. Das erste Art in Public Space Projekt, wo wir eingeladen wurden, das war eine Komödie. Oh. Das war sowas von peinlich, weil genau das nicht geklappt hat. Was? Ja, die Kommunikation. Oder wir haben da irgendwie eine Idee gehabt. Und vor dieser Jury, das war erbärmlich und lächerlich. Das war ein anderes Projekt? Ja, zwei Jahre vorher. Ja. Hätten wir das erste Mal die Chance gehabt, die Konkurrenz war nicht sehr groß, aber wir waren sowas von verkackt. Ja. Weil wir wussten nicht, wie das machen. Und weil wir intern Probleme hatten, war das Projekt nicht gut vorbereitet. Und die anderen Einzelnen, die waren einfach, wir hatten keine Chance. Die haben zwar nichts Besonderes gemacht, aber ihr Projekt war so wie präsentierbar und verhandelbar. Und unseres Zero. Aber das ist halt die Frage, wie stellt man sich vor, wenn man zu zweit ist? Genau, das merkst du. Wie redet ihr? Redet mal einer, dann der andere? Oder seid ihr dann auch schon aufgesplittet? Ich rede über Farben, ich rede über die Konstruktion. Es geht nur noch eine Person. Ja. Es gibt kein gemeinsames Auftreten mehr, außer in dieser Präsentation. Aber da wussten wir beide, also bei dieser Präsentation hier, dass wir gewonnen haben, wussten wir beide haargenau, was wir sagen und was nicht. Es gab so einen Zettel und so wie Punkte abhaken, 19 Punkte. Natürlich. Ja, ja, ja. Das war dann voll easy mit einem Modell und dann haben wir auch nicht dauernd gesprochen, sondern so fast. Aber da ist es ja auch dann wichtig, dass man weiß, wie man ohne Worte kommuniziert. Ja. Weil du siehst ja aus dem Augenwinkel, das läuft gut, dass der andere hat ein Problem, ein Wort zu finden oder die Situation auszudrücken und dann muss ja der andere reinspringen. Ja, aber das Ding war, wir waren so gut vorbereitet, dass es eigentlich scheißegal war. Weil wir wussten beide ganz genau, diese Punkte wollen wir kommunizieren, egal wer. Ja. Und wir waren so gut vorbereitet, dass es keine Rolle gespielt hat, ob du die sagst oder ich. Ja. Plus das Modell war da. Ja. Wir haben unsere ganze Kohle riskiert, die wir gewonnen hätten, in ein Modell. Ja. Das hat es voll gebracht. Das haben wir später auch noch verkauft, übrigens. Das Modell oben drauf? Ja, daraus haben wir dann eine Edition da gemacht. Nein, es ist eine Edition. Perfekt. Und schweineteuer, weil die Produktion ist sehr aufwendig. Ja. Eigentlich zu teuer, aber zwei haben wir zumindest verkauft. Mhm. Deswegen leben wir noch. Ja, es ist dann so eine Stange Geld, die Ateliermiete bezahlt, eine Weile. Oder so. Oder die neuen Unterhosen. Und wie macht ihr das, wenn ihr neue Arbeiten entwickelt? Ist das dann von einem und der sagt dann, oh, abends im Bett, mir ist was eingefallen, wollen wir das machen? Ich komme gleich wieder, ich kann weitersprechen. Oder sitzt ihr am Schreibtisch und malt eine Skizze? Unterschiedlich, also überall kommen diese Ideen. Ja. Aber es ist meist wirklich so, dass sie sich so entwickeln, dass wir wirklich sehr viel sprechen. Und dann hat plötzlich jemand eine Idee, die natürlich schon da, also so nahe an der letzten war, aber so wie eine, aber erst so seit 2 Jahren, würde ich sagen, wo es so funktioniert. Aber weißt du, wo es so wie eine, auch mit diesen Malereien jetzt, wo es schon in eine andere, so in mehr so auch, am Ende sind es dann Malereien. Vorher war viel einfach nur geschrieben, was schon auch so ein bisschen aber das happert. Dann. Muss dann ja nicht unbedingt um ein Kunstwerk gehen, das geht ja um eine Idee. Ja. Und die kann ja auch alles Mögliche sein und wahrscheinlich ergeben sich Sachen. Mhm.
aus dem Kommunizieren. Was ich finde, ist ja, ich arbeite meistens alleine und wenn ich im Studio bin, kann es dann schon auch sein, dass genau die Person fehlt, mit der man gerne seinen Gedanken austauschen möchte. Denn vielleicht ist jemand in einem Nachbarstudio, der Lust hat, über irgendwas zu reden. Aber das kann auch ein schwieriger Moment werden, wenn was mache ich, ist das gut, ist das nicht so gut? Dann machen es vielleicht nicht. Ich glaube, wichtig ist, was man unterschätzt, als Tour musst du es alleine können. Also. Bitte? Es muss immer so sein, dass jemand von uns das alleine könnte, weil sonst ist es eh nicht gut. Wenn dann aber beide, wenn du dann zwei Köpfe einschaltest, obwohl es nicht immer nötig wäre, da kommt etwas Drittes raus. Ja. Das ist, ich glaube, das ist das, was wir anstreben. Wir haben uns das so wie, also jetzt so wie erstritten, so ein Diskussionslevel über unsere Kunst zu haben, die du sonst nie hast. Austausch mit Kuratoren, vergiss es. Ja. Solange, bis die Ausstellung gefixt ist und dann kommt gar nichts mehr. Wir können jeden Tag, solange wir wollen, darüber sprechen. Und das merkt man jetzt. Es hat Jahre gedauert. Aber es hat denn ja am Ende mit Kunst an sich schon verzogen, weil das ist ja eigentlich die Kunst und nicht das Machen. Das ist ja ein Produktionsprozess, der vielleicht eine Konsequenz ist. Aber ich finde immer, dass die Sache irgendwo ganz anders entsteht. Irgendwie schon, aber bei den neuesten Arbeiten, diesen Fingerpaintings, stimmt das wiederum nicht. Ja. Genau, das war vielleicht ja, das neu, war der Peak. Diese, ja. Aber dann mit demselben Motiv, etwas für ein neues Medium, das kannst du dann so als Vollpfosten beginnen. Aber das Level ist schon ganz anders. So. Egal, was du dann anfasst, wenn du dich absprechen kannst. Oder? Wir machen die immer gleichzeitig zu zweit. Und da gibt es eigentlich nie Ärger, sonst wir lachen die ganze Zeit. Mhm. Aber eure neuen Arbeiten, die sehen ja aus wie eure Skulptur. Ja, einige davon, ja. Genau. Oder es scheint so aus dem gleichen Ursprung zu kommen. Genau. Und was macht ihr da? Dasselbe, einfach mit Bleistift Linien auf eine Leinwand ziehen und dann mit dem Finger farbig nachziehen und it looks like a painting. Aber da ist es ja auch nicht, es ist einfach so eine Zeichnung zu machen, man braucht einen Finger und Farbe. Ja. Aber am Ende ist es doch nicht so einfach, oder? Besonders wenn dann einer anfängt und dann muss ja auch der andere irgendwann weitermachen oder auch nicht. Ja, oder sitzt dann jemand so, guckt so lange zu, bis es gefällt und dann sagt, Stopp! Whatever, also das ist völlig, völlig Freestyle und das funktioniert. Da gibt es keinen Stress. Das haben wir auch einmal entschieden, diese kleine Leinwand kann uns nie ficken, sondern wir sie immer, zu zweit. Da kannst du nicht verlieren. Aber kann es schon zu einem Punkt kommen, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, auch wenn es so ganz simpel immer, aussieht? Immer. Weil das ist ja der Trick, dass es so simpel ist, dass es einen fast schon provoziert. Ja, ja. So. Genau. Das ist auch so, ich meine, das ist wichtig. Wir haben diese Gräbershow gesehen in der Kunsthalle Bern. Ah ja. Und es war so eine Übersichtsausstellung, The Living Wedge. Ja, ich habe das Plakat bei euch gesehen. Genau, das hängt bei uns zu Hause. Und das hat schon so was, ich meine, Anina war mit ihm schon in wie hieß es, Terminusklausel. Ja, ja. Es gibt eine Verbindung. Ich habe auch schon mit ihm ein, zwei Sätze gewechselt. Und dann siehst du, wie dieser Affe das einfach so macht, genauso wie er will, und gibt einen Scheiß drauf, ob es jetzt kompliziert ist oder komplex. Er sagt einfach, that's a Crabber. Ja. Und da kann man halt nur lernen. Jetzt ist es halt matte Zahn. Und Fingerpainting und Schminke, Acrylfarbe und Leinwände von Bösner. Fuck it. Und also uns macht Spaß, oder? Ja. Seitdem wir nicht mehr immer Transportkosten und Kistenkosten und Lagerkosten haben, es wird so viel einfacher. Aber selbstverständlich haben wir das erfunden, das Motiv. Oder? Ja. Schon so, du kannst nicht beginnen, wenn du nichts hast. Ja, das war ja auch das Problem. Ich hätte ja gerne schon viel früher angefangen zu malen. Aber was? Das gab seit 5 Jahren, der Plan. Genau, aber was? Genau, aber was malen? Das gab seit 5 Jahren. Wir haben eigentlich, wir wollen so beginnen. Mhm. Ja. Übrigens. Ja. So wollten wir beginnen, aber es hat sich dann wirklich 5 Jahre hinausgezögert, bis es so... Aber das meinte ich ja vorhin, dass die Ideen halt erst kommen müssen,
Und wenn man die Werkzeuge liegen hat, muss man erst verstehen, was genau. Ich mit dem am Anfang möchte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, so eine gewisse Substanz muss da sein. Und darauf bauen wir. Und das, ich meine, ist alles Juni, also alles wieder erfunden. Wir kopfen nicht ab. Ja. Es gibt nichts, was nicht von uns ist. Es ist schon ein ziemlich flexibles Motiv, wenn man eine Außenskulptur machen kann oder ein Fingerpainting. Oder weißt so aber was da passiert ist, es geht ja nicht darum, ich mache jetzt ein Kunstwerk, sondern ich finde, es kommt aus einer anderen, ganz anderen Denkweise heraus, das so weit zu reduzieren und auch zu überlegen, was man eigentlich macht. Ja. Und dann. Aber immer wirklich voll unter dem Deckmantel Kunst. Immer. Es geht wirklich um Kunst. Es ist nicht politisch, vielleicht ist es poetisch. Wir arbeiten extrem intensiv an Titeln. Also mit Sprache. Ja, aber es ist auch lustig, was heißt politisch? Also ja, genau. Was heißt politisch? Wie weit Subkultur musst du sein? Nämlich so weit, dass du einen Scheiß gibst, was andere darüber denken. Das ist politisch. Genau. Seine Haltung. Es geht ja nicht um Tagespolitik. Nee. Zwangsläufig schon irgendwie. Ja, aber das ist so Journalismus. Das dann eben, wie Steinweg sagt, Journalismus. Ja. Lass das die Journalisten machen, das ist ihr Job. Ich finde es auch lustig, mir kommt in den Sinn, in Frankfurt hat einmal jemand gesagt, ja, deine Arbeit ist so unpolitisch bei einem Klassentreffen. Als Kritik, als Negativ? Ja, Negativkritik. Und dann hat Rehberger gesagt, das stimmt ja gar nicht. Dieser Tisch ist viel politischer als alles, was du je politisch gesagt hast. Weißt du, ja, genau. Das war krass, ist mir so eingefallen, weil, ja, okay, wo beginnt in der Kunst, als Künstler die Politik? Also, das Künstlersein an sich ist ja politisch. Ja, also ist es schon ein Anti-Statement oder ein Statement. Ich meine, ich habe auch vor kurzem mal gehört, ich sei ein Antisozial, ein Asozial. Es war nicht, so wie, es war nicht abwertend gemeint, sondern so. Das habe nicht ich gesagt. Nein, das habe ich du gesagt. Das habe ich einmal gesagt. Ich sei der letzte Asoziale in Bern. Das heißt vielleicht als Künstler ein Kompliment. Also, dass ich es durchziehe, oder? Ja. Ohne jede. Es gibt Künstlerfreunde, speziell in der Schweiz, die machen nichts, wenn sie nicht um Fördergelder bitten. Die machen die Arbeit erst, wenn sie die Kohle haben. Ja, das ist die Bedingung. Das ist projektorientiert. Projektjournalismus. Oder Residences gibt es ja auch, so von einem zum nächsten. Ja, zum nächsten. Ja. Und dann sind sie 50 und sind überall gewesen. Und ich finde Und haben aber nichts Eigenes. Nein, nichts. Alles abgekupfert. Oder schon, war schon da. Immer retro übrigens. Ist immer rückwärts gegangen. Genau, es ist eigentlich sehr konservativ. Ja, ja. So oder konservatives man nutzt Denken. Das konservative System aus. Um selber so sein und zu und dann aber sich als Künstler beschweren, oh ja, die konservative Regierung ist, und dies und dies. Genau, und dies. Dabei ist die eigene Vorgehensweise stockkonservativ. Ja. Rückwärts gewandt. Und das finde ich eigentlich eine der schlimmsten Dinge, die man innerhalb der Kunst wahrnimmt, wie konservativ die Leute doch sind und spießig obendrauf, weil sie am Ende doch kein Risiko eingehen wollen, aus dem System rauszufallen, was sie ja ganz gut füttert. Ja. Ich finde es jetzt auch lustig, jetzt, wir stehen da irgendwo, jetzt in dem Moment, aber niemand hat uns irgendwie bezahlt dafür. Es gibt keinen Grund, außer wir wollen es tun. Ich meine, du hast uns gefragt, habt ihr aber Lust, so funktioniert es doch. Genau, entweder so oder gar nicht. Aber das ist auch politisch. Ich meine, wir stehen hier und geben einen Scheiß auf, ob wir da. Natürlich dürfen wir hier stehen, es ist ein freies Land. Aber das muss. Die Künstler sind oft so dermaßen reaktionär, dass sie Angst haben, dass etwas passiert, wenn sie etwas tun. Das meint, die braucht es gar nicht mehr. Und früher oder später, wenn die Künstler so sich positionieren, braucht sie nicht mehr. Ja. Genau. Dann sind sie weg. Das ist ein riesen Missverständnis. Weil dazu gibt es ja dann Handwerker. Ja, die können auch was machen. Oder Grafikdesigner. Genau. Die machen dann auch die Elefantentampo-Werbung. Ohne Problem. Gerne. Ja, yeah, I do it. Where's the money? Ich mach das. Ich find's geil. Ja. Ich taub mich dann im wie heißt der, diese Kette, die jetzt zu Amazon gehört. Whole Food. Ich gehe dann zu Whole Food und wähle das Geilste vom Geilen aus. Ich bin wirklich krass. Ich bin krass drauf. Ich kenne die richtige Kiwi. Das ist nämlich nicht die aus Neuseeland. Das ist nämlich die aus Indonesien. Die ist viel geiler. Ich kann sie dann in den Arsch stopfen und irgendwie noch ein bisschen Wodka drauf schmieren und das ist der geilste Trip ever. Whole Food. Whole Kiwi in your ass. Nee, Entschuldigung. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen. Ja,
Ich muss nur gucken, ob ich meinen Tabak da irgendwo habe. Wir haben Kippen. Ja. Die Zeit spielt ja eine Rolle. Und das haben wir entdeckt, weil wir so jahrelang zusammenarbeiten. In welcher Weise spielt Zeit eine Rolle? Wir wissen, dass gewisse Dinge 10.000 Stunden Aufwand bedürfen. Und das haben wir hinter uns. Ja. Es gibt auch ein Buch darüber. Ziemlich interessant. Du musst zuerst 10.000 Stunden investieren, damit was rauskommst. Vorher musst du gar nicht anfangen. Ja. It's not enough. Ja, ja, ja. Aber dann hast du es und dann musst du es spielen. Das aber da hören ja die meisten dann auch auf. Genau, vorher. 10.000 Stunden sind ein bisschen langweilig. Ja, wenn man es nicht richtig möchte, macht man vielleicht was anderes. Es sind 10 Jahre so bla 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 oder 5 Jahre Vollgas oder irgendwie 7 Jahre. Bei uns hat es auch so lange gedauert. Das ist ziemlich interessant. Eigentlich so lange wie ein PhD dauert übrigens ungefähr. Wenn du 5 Jahre hast und nur das machst, dann kommst du auf 10.000 Stunden Arbeit. Das ist viel. Ja. Viel. Bei uns alles unbezahlt. Mit Ausnahmen von denen. Da haben wir das erste Mal im Leben Zeit aufgeschrieben. Weil das Ding. Geld verdient. Weil das Ding kostengünstig produziert wurde. Mhm. Übrigens nicht im Ausland, was viele Künstler dann tun. Hättet ihr das gemacht, das wäre wahrscheinlich so ein. Hätte das funktioniert? Mm-mm. Nein. Ich habe dann immer gesagt, in Polen können sie das auch bauen, aber wenn du es fixieren willst, passt es nicht. Aber auch selbst wenn die es machen könnten, du kannst ja nicht das Geld von der öffentlichen Hand aus doch, dem Dorf nehmen. Doch, doch, doch. Wie assi ist das denn? Ja, aber wir machen das nicht. Weil das System funktioniert ja, wir haben alles anders gemacht. Ein bisschen, die Bank waren nicht wir bei diesem Ding. Ja. Das kann man so oder so machen. Wir wollen einfach nicht prima. Aber wenn du kannst schon machen, was du willst. Das stimmt. Ich meine, manche Sachen werden auch an anderen Orten besser gemacht. Weil nur es wird dann gebracht und dann stimmt's nicht. Und was machst du dann? Ja. Vor allen Dingen finde ich es wichtig, wenn man schon arbeitet, auch an Orten wie diesem, dann muss man auch sich lokal integrieren. Das hört sich immer spießig an. Aber ich finde schon, dass es gut ist, wenn es geht, den da drüben zu benutzen. Wenn es funktioniert. Den hatten wir eben schon in Bern. Ja. 10.000 Stunden. Wir hatten alles schon. Wir haben es nur nicht gewusst. Und der wollte es unbedingt machen, einen Kleinbetrieb. Und ich habe ihm gesagt, schau, es kann nicht sein, dass du mehr als wir verdienen, weil wir sind die Künstler, wir leben davon. Ja. Und für dich ist es so, es ist ein guter Job, das hat er immer gesagt. Das ist für ihn alles bestens bei dem Geld. Aber ich habe ihm gesagt, verarsch uns nicht. Ja. Es kann nicht sein, dass plötzlich deine Rechnung. Aber es gibt ja auch feste Budgets, wie viel das kosten darf und wie viel es nicht mehr kosten darf. Nee, oder? Es gibt ein Gesamtbudget. Ja, aber für euch müsst ihr ja vorher budgetieren. Ja, aber weißt du doch nicht, wenn du es noch nie gemacht hast. Am Schluss, weißt du, früher haben wir immer am Schluss, uns ist nie was geblieben. Wir haben alles. Aber an dem weiß man ja, dass die Budgetierung nicht funktioniert hat. Ja klar, aber das haben wir nie zugegeben. Also, ja. Das hat nie funktioniert. Deswegen hatten wir nie Kohle. Ich finde dann auch am schlimmsten, wenn man seine eigene Arbeitszeit eben nicht mehr berechnet. Genau. Und die dann frei das haben wir nie gemacht. Das war immer gratis. Für die Kunst, für die Cuts, fürs Minus im Konto. Das haben wir nie gemacht. Alle machen das. Wir haben es nie gemacht, weil vielleicht aus einer Naivität heraus oder ich weiß nicht, wir konnten es auch nicht. Aber das ist ja auch wieder ein politisches System, wo Selbstausbeutung und du kriegst eine gute Möglichkeit und alles Mögliche. Genau. Dann eine Zeit lang denkt man so, ich kann eigentlich dankbar sein, aber dann merkst du plötzlich, stellst plötzlich institutionell aus und du bist die einzige Person, die jetzt nichts verdient. Genau. Nichts. Alle anderen, die auch nur Kippen wegräumen, haben irgendwie 30 Stutz die Stunde, du nicht. Ja. Obwohl alles nur wegen dir da ist. Genau. Und am Ende musst du deinen Whisky selber bezahlen. Genau. Das war dann Kaspar Müller. Unglaublich. Und wie geht's jetzt weiter? Was macht ihr gerade? Es gibt jetzt wieder ein gutes Beispiel für Splitting. Ich organisiere Ausstellungen, du weißt. Das weiß ich. Zufällig die erste Ausstellung gemacht. Aber genau, da seid ihr zum ersten Mal nicht zusammen, aber dann doch. Ja, es gibt mega Support von Anina, aber das war so cool. Wir haben uns das mal besprochen, weil wir besprechen ja die Dinge, dass er sagte, der Raum ist zu klein für zwei Personen. Das war so geil. Ja, und gleichzeitig Geldprobleme. Und dann vielleicht halt langsam so wie einen Job suchen, oder? Ich hätte das jetzt auch gemacht, gleichzeitig.
versuche jetzt dort irgendwie ein bisschen ab. Ja, das ist jetzt dein Job. Ja, ist jetzt mein Job. Ja. So, du hast dir selbst einen Job geschaffen. Ich hatte die Alternative, es liegt in der Schublade. Ja. Das werde ich machen, wenn es nicht klappt. Mhm. Aber darüber will ich nicht sprechen. Und der Plan ist, weitere Bilder zu malen. Ja, klar. Größere. Davon zu leben, und zwar zu leben und nicht zu sterben. Oder? Ja. Also ohne Elternsupport, ohne Stiftungen, einfach Kunst, vom Kunstverkauf zu leben. Ja. 10.000 Stunden. 10.000 muss dünn liegen. Es sind viel mehr, weil 10.000 zusammen und vorher auch schon, ich meine, bis wir so weit waren. Ich meine, ihr habt beide jahrelang studiert. Aber trotzdem geht die Rechnung ja nie auf. Und das ist auch okay so, weil es ist ja, Geld ist wichtig, aber nicht die Motivation am Ende. Ja, aber die Rechnung, ich finde eben jetzt, trotzdem die Rechnung irgendwann soll aufgehen. Ich beharre darauf. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf, Offspace-König zu sein und an den hiebsten Orten auszustellen für ein Hand, ja, genau. Für ein Kleingeld. Und dann noch deinen eigenen Transport mitbezahlen. Genau. Und, mit dem Budget. Ja. Ja. Und dann am Schluss isst du Sandwiches und alle finden es toll. Wenn es ein Budget gibt, das ist ja nicht normal. Gibt es meistens ganz klein, aber wir waren immer das Budget. Schon von größeren Ausstellungshäusern mitbekommen, wenn Leute dann gefragt werden, oh, kannst du deine Arbeiten selber mitbringen? Und es gibt übrigens auch kein Geld dafür. Genau. Aber es wäre doch eine tolle Sache, das ist eine super Ausstellung. Für dich. Für dich. Und für das uns. Sagen die dann Lohnempfänger, oder? Genau. Und alle besinnt haben ihren Job und kriegen ihr Jahresgehalt. Und du denkst, ja, ich krieg gar nichts davon. Ja. Aber es wäre eine tolle Sache, ja klar. Ja. Genau, fick dich, soll es heißen. Bezahlst doch du. Du verdienst ja, oder? Genau. Warum gibst du mir nicht von deinem Geld? Ja, genau. Kauf mal Budget. Was. Ja. Hast du schon mal ein Kunstwerk gekauft? Es ist auch schwierig, Frage. Kunst zu verkaufen. Ja. Aber ich finde, das gehört schon auch sehr dazu, wenn man Kunst macht. Ja, sonst bist Weil du irgendwann kein Künstler mehr. Irgendwann sonst ein bisschen so, Aber wie ist ja, dass man plötzlich alles machen muss. Man muss es machen, man muss es produzieren. Genau. Man muss es selber verkaufen. Genau. Man muss dahin gehen, wo man die Leute trifft, die es unter Umständen kaufen genau. möchten. Du musst die kennen, du musst die Jungs kennen, die was können, das du nicht kannst, damit du Dinge machen kannst, die du selber nicht machen könntest. Du musst die irgendwie bei Stange halten, weil du keine Kohle hast. Die müssen dich cool finden. Ja. Da tauschst du etwas, Arbeit gegen Arbeit. Und dann kommst du ein Level höher, aber immer noch nichts verdient. Zero. Aber ich glaube, den Anspruch sollte man wirklich fix formulieren. Wir haben uns jetzt so Ziele gesetzt mit Zahlen. Ja, aber wer macht das schon? Es gibt ja, glaube ich, wenige Berufsfelder, in denen man das alles machen muss. Alle Selbstständigen in jedem Berufsfeld machen genau dasselbe. Und die Künstler denken, sie müssen es nicht. Das machen alle. Das hat uns auch der Schlosser erklärt. Hey, Ladies, wenn ich nichts mache, laden zu. Ja. Aber 20-jähriges Jubiläum. Das heißt, er macht es seit 20 Jahren gut. Ja. Zudem ist er so gut, dass er sich leisten kann, mit uns so Stunden zu verbringen, ohne einen Rappen zu verdienen und uns zu beraten. Genau. For free. Das, was wir immer gemacht haben. Aber ihr kommt ja dann wahrscheinlich auch wieder, weil ihr wisst, dass der gut ist. Ja klar, deswegen konnte er das bauen. Ja. Ja, weil es gibt ja viele Schlösser. Genau. Aber ich muss dem wirklich auch sagen, es gibt auch ein Polenschloss. Ich muss das nicht. Ist langsam fertig, oder? Mhm. Können wir noch reingehen? Nee, das lieber nicht. Nee, es klappt einfach nicht. Ja, das ist auch Und wir sind langsam ausgelaugt. Ja. Und ich habe es vorher fast gesagt, dann kamen die 10.000 Stunden. Das, die neuesten Arbeiten, die wir machen, oder so, die wichtigsten, diese Fingerpainting, heißen eben The Portrait of Now, also jetzt. Ja. Und jedes Mal, wenn wir da sind, gibt es so wie Jetzt-Moment. Nicht ist ja Retro. Alles jetzt. Ja, genau. Und dafür finde ich diese Skulptur ganz interessant, weil die ist eigentlich schon provoziert, immer nur jetzt zu sein. Genau. Ja. Genau. Und das haben wir dabei gelernt. Aber vielleicht braucht es ab und zu so ein physisches Gegenüber, das viel größer ist. Bigger than you, nicht bigger than life. Und zu merken, ja, okay.
Wenn ich wirklich will, wenn ich wirklich weiß, was ich will, dann kriege ich es ja. Jetzt. Ja. Und immer wieder. Ich meine, dieses Interview oder dieser Spaziergang hier zu machen, ist doch toll. Ja, wir haben ja schon etwas diskutiert, wo wir es machen können, wie wir es machen können, wie ihr es machen wollt. Genau. Jetzt sind wir hier und ich finde es wirklich passend. Und auch am Ende zu sagen, dass es eigentlich um jetzt geht und dass es jetzt sagt, Genau. Dann wird es ja doch, es wird ja immer wieder politisch. Man kann sich eigentlich nicht politisch verhalten, wenn man sich darauf einlässt. Und das auch anderen Leuten zu vermitteln, die darin arbeiten oder Leute, die Architekten, wer auch immer, das ist ja ein komplexes System. Genau. Für alle heißt es aber auch immer noch jetzt. Ja, du musst, das steht halt dort. Deswegen gibt es diese Skulptur. Ja, genau. Ganz genau. Und irgendwie Verantwortung dafür, dazu zu stellen. Gut, das ist nicht schwierig, wenn es so gut gelingt. Ja, klar. Ja, nee, das war natürlich am Anfang so, schon so ein Knacknuss, weil das war Angst. Das war genau das Problem. Willst du es unbedingt, aber wenn es dann darum geht, das wirklich dann umzusetzen, ist auch so ein bisschen eine so, Aber das steht dann... Auch jedes Mal ist jede Entscheidung eine Jetzt-Entscheidung. Jetzt ist die Zeit reif. Ja. Jetzt müssen wir es machen und jetzt können wir nicht Schublade zumachen und vielleicht morgen wieder. Ja, vielleicht morgen dann, oder das Baustelle mit Termin. Nein, jetzt sagt, wohin es kommt. Ja. Und dann müssen wir sagen, da. Und zwar genau da, nicht kein Millimeter anders. Weil, und sie ist immer noch da. Sie ist immer noch da. Ja, genau. Und genau am gleichen Ort. Genau. Und in 10 Jahren sagt sie das Gleiche. Immer noch das Gleiche. Und immer noch sind es diese beiden Dudes aus Bern, die gesagt haben, das genau da und genau so. Punkt. Gut. Ja, danke, Christian. Ja, merci. Fällt mir gut. Wenn es jetzt so läuft, wenn es läuft, dann läuft's. Machst du jetzt wieder eine Klappe? Ich glaube, ich weiß Bescheid. Vielleicht doch. Doch. Tschüss. Bye.